Εντάξει, ωραία, πάμε στο να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή. Είναι ο Τόμας Μουρκ. Τόμας, good afternoon, προλίμπερο. Τόμας, good afternoon. Hello, you hear me? Yes. Yes. Hi, yes, I lost my connection. I'm in the car on my way home from the training and I lost my connection, sorry. Now it should be... Μας λέει ότι έχασε την κλίση λόγω του γεγονότος ότι είναι στον δρόμο μετά το τέλος προπόνησης. Θα αναλάβει τη συζήτηση ο Γιώργος, διότι τα γερμανικά τα μιλάει πολύ καλά και θα νιώσει και καλύτερα και ο Τόμας Μουρκ. Γιώργο, καλησπέρισέ τον και προχώρησε και στην πρώτη ερώτηση. Τόμας, guten Tag, wir sprechen lieber auf Deutsch, wenn du willst. Οκ. Λοιπόν, σας ακούω, θα μας ακούσει κι αυτός. Πολύ ωραία. Ξεκίνα εσύ. Ναι. Γιώργο, κάνε την πρώτη ερώτηση, λέω. Λοιπόν, νομίζω ξανά έχουμε τον Τόμας μαζί μας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά κοινή τηλεφωνία να μας κάνει το χατήρι. Πάμε, Γιώργο, να το τριβούμε. Τόμας. Yes, hello. Die erste, hallo. Die erste Frage ist, du bist einige Monate hier. Dein erster Eindruck, wie es gelaufen ist. Ja, am Anfang ganz gut. Da haben wir viele Spiele in Folge auch gewonnen. Ich habe dann auch sehr gut gespielt, gut performt. Ja, und jetzt am Ende natürlich weniger. Ich habe jetzt weniger Einsatzzeit gehabt in letzter Zeit. Auch die Ergebnisse waren jetzt nicht so berauschend. Also ich denke, wir haben viele Punkte unnötig liegen gelassen. Aber gut, jetzt hat das Playoff angefangen. Wir haben das erste Spiel gegen AEK gewonnen. Und so kann es und soll es jetzt auch weitergehen im Playoff. Στην αρχή λέω ότι ήταν τα πράγματα έτσι καλά, έπαιζε αρκετά, η ομάδα έκανε νίκες. Στη συνέχεια και τώρα τελευταία ο ίδιος δεν παίζει έτσι πάρα πολύ. Δεν είχε και η ομάδα πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά τώρα ξεκίνησαν τα play-off, ξεκίνησε με νίκη και ελπίζει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Τόμας, βαρούν χάτζι διτουατσιών. So geändert, also am Anfang, du hast gespielt, gemacht und in der letzten Zeit, du spielst nicht so häufig. Warum ist das so passiert? Ja, warum? Ist schwierig zu sagen. Natürlich, wir hatten am Anfang dann gleich auch einen Trainerwechsel. Also ich war einen Monat hier, dann ist ein neuer Trainer gekommen mit einem neuen System. Ich habe am Anfang trotzdem gespielt. Auf einer etwas ungewohnten Position für mich, weil sie ja mehr oder weniger im zentralen Mittelfeld war und ich bei Rapid jahrelang dann eigentlich nur am Flügel bzw. als Zehner, als Nummer 10 gespielt habe. Und ja, jetzt in letzter Zeit ist einfach so, dass andere Spieler den Vorzug erhalten. Das muss ich dann auch akzeptieren. Ich bekomme trotzdem positives Feedback vom Trainer, dass ich gut trainiere, dass ich trotzdem gut drauf bin, aber ich fühle mich auch gut und ja, ich werde jetzt auf meine Chance warten und die dann auch hoffentlich nutzen, wenn ich sie bekomme. Du hast gesagt, bei Rapid hast du entweder auf dem Flügel oder als Trainer gespielt. Genau. Also okay. Die meisten Spiele habe ich bei Rapid als Flügel gespielt. Okay. Τον ρώτησα γιατί άλλαξαν έτσι τα πράγματα. Όπως ο ίδιος είπε στην αρχή, έπαιζε αρκετά και η ομάδα κέρδιζε, μετά έπαιζε λιγότερο. Είπε ότι όντως όταν ήρθε είχε χρόνο συμμετοχής, πετύχαινε τον γκολ. Στη συνέχεια ήρθε μια αλλαγή προπονητή, άλλαξε και το σύστημα. Τα πράγματα γι' αυτόν έτσι άλλαξαν λίγο. Και είπε ότι είναι εδώ, δουλεύει και περιμένει την ευκαιρία του. Αυτό που είπε είναι ότι στον ΠΑΟΚ έπαιζε σε μια όχι τόσο συνηθισμένη θέση για αυτόν, γιατί λέει ότι στη Ραπίντ έπαιζε είτε ως εξτρέμ, να το πούμε έτσι, στα πλευρά, είτε ως δεκάρι, θέση νούμερο 10. Εκεί έπαιζε στη Ραπίντ. Εδώ ήταν κάτι διαφορετικό και προφανώς και αυτό έτσι λίγο το δυσκόλεψε. Από τον εαυτό του Γιώργο είναι ευχαριστημένος αυτούς τους μήνες που είναι στην Ελλάδα?
ή περιμένει και ο ίδιος περισσότερα πράγματα τον εαυτό του. Είναι ακόμα κατά κάποιο τρόπο σε ένα διάστημα να μάθει το πρωτάθλημα, τη χώρα, δεν είναι και παίκτης κοσμογυρισμένος. Ναι. Thomas Venesund Diaget. Bis du bisher zufrieden mit dem, was du hier gemacht hast, oder hast du auch Erwartungen von dir selbst? Bitte nochmal, ich habe jetzt fast nicht verstanden. Die Frage ist, ob du mit deiner Leistung zufrieden bist, oder beziehungsweise mit dem, was du bisher gemacht hast, oder nicht. Zufrieden haben. Ich denke, ich hatte einen echt guten Start. Und dann natürlich ist es schwieriger geworden. Wir haben jetzt als Team nicht so gespielt, wie wir uns selber das und alle anderen, glaube ich, auch erwartet haben. Und natürlich war es auch dann für mich jetzt nicht einfach. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jede Partie hervorragend gespielt habe, aber ich glaube auch nicht, dass es dann so schlecht war, wie das viele vielleicht denken oder sagen. Aber natürlich kann man sich immer steigern, das ist klar und es ist auch mein Ziel, dass ich der Mannschaft mit Toren und Assists helfe und mit guten Leistungen einfach weiterhelfe und ich denke, wenn wir als Team jetzt wieder erfolgreich spielen und die Spiele gewinnen, dann wird auch jeder einzelne Spieler und auch ich persönlich auch wieder erfolgreicher sein und ja, mehr dann Scorerpunkte auch haben in der Offensivreihe, die Spieler. Ja. Λέει ότι στην αρχή ξεκίνησε καλά, μετά η ομάδα δεν έπαιζε τόσο καλά και αυτό είναι μέρος κομμάτι της ομάδας και το πώς παίζει η ομάδα. Είπε ότι σίγουρα δεν είναι από την απόδοσή του ικανοποιημένος. Δεν έχει παίξει όμως και τόσο άσχημα όπως ενδεχομένως να θεωρούν. Κάποιοι σίγουρα μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, σίγουρα μπορεί να ανεβάσει την απόδοσή του. Όταν μια ομάδα παίζει καλά και κερδίζει, φαίνεται και το άτομο μέσα από την ομάδα, το ότι είναι καλύτερο. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση αυτή. Thomas, du kamst in Saloniki, kurz nach dem Weggang von Pelkas. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der spielt mittlerweile bei Fenerbahce. Der spielt in dieser Position. Du solltest ihn ersetzen. Ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist. Und was sagst du also über ihn und deine Leistung an deiner Stelle? Kennen. Natürlich, ich kenne seinen Namen und... Aber ich habe jetzt nicht mit ihm zusammengespielt oder zusammen trainiert. Und Spieler zu ersetzen haben, ja, ich weiß, ich wurde als Ersatz für Pelkas geholt. Das stimmt, aber man kann jetzt nie Spieler vergleichen. Und für mich, ich will hier bei BAOK meinen eigenen Weg machen, meine Leistung hier abrufen, die ich imstande bin zu bringen, die ich auch schon bei Rapid jetzt über Jahre gebracht habe. Und das ist mein Ziel. Und ob das jetzt andere Menschen oder Leute vergleichen wollen, das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Für mich, ich will meine Leistung abrufen und meinen eigenen Weg bei BAOK machen. Τον ρώτησα αναφορικά με τον Μπέλκα, του είπα ότι ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε λίγο μετά την πώληση του Μπέλκα στη Φενέρμπαχτσε. Είχαμε την εντύπωση ότι θα είναι ο παίκτης που θα παίξει τη θέση του Πέλκα. Το ρώτησα αν ξέρει τον Πέλκα. Αν βεβαίως γνωρίζει ότι από αυτόν ήταν αυτές οι προσδοκίες να είναι, ας το πούμε έτσι, ο αντιπέλκας. Και πώς έτσι κρίνει αυτό στην κατάσταση. Είπε ότι τον Πέλκα το γνωρίζει. Βεβαίως δεν έχει παίξει ποτέ μαζί του. Αν κατάλαβα καλά, δεν έκανε και ποτέ μαζί προπόνηση. Δεν συνέπεσε δηλαδή μαζί στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Είπε ότι αυτός θέλει να ακολουθεί το δικό του δρόμο. Δεν ακούει τόσο ευχάριστα έτσι όταν γίνονται συγκρίσεις. Δηλαδή δεν θεωρεί με λίγα λόγια αυτό, είναι μετάφραση ελεύθερη, ότι είναι ο αντιπέλκας. Είπε ότι εγώ ήρθα εδώ για να παίξω το ποδόσφαιρό μου, να κάνω αυτό που έκανα και στη Ραπίδ, να βγάλω τη δική μου καλή απόδοση μέσα στο γήπεδο και γενικώς να ακολουθήσει τον δικό μου ποδοσφαιρικό δρόμο. Γιώργο, τι γεύση του άφησε η Ευρώπη? Η ομάδα δεν μπόρεσε να προκριθεί ούτε στους ομίλους του Champions League, παρότι έφτασε
κυριολεκτικά μια ανάσα, δεν μπόρεσε ούτε να κάνει το βήμα παραπάνω στο Europa League. Τι γεύση το έχει αφήσει? Προκληματικά δεν θυμάμαι αν έπαιξε, νομίζω μόνο στον Όμιλο έπαιξε, δεν είναι? Δεν θυμάμαι το ακριβώς. Ναι. Ήρθε μετά την Κράσνοντα, ναι. Τόμας, τη Φράγκη, είστε είπα ότι η Ευρωπαίη σε ποκάλε. Αζό, in the qualification, is club to vice is here, du kannst kurz von der, nach den qualification, wie kannst du die Leistung von PAOK in Europa Liga, also bei UA teilen? Ja, ich kam nach der Qualifikation, das ist wichtig, und Gruppenphase, ja, ich denke, das erste Spiel, da haben wir 2 Punkte liegen gelassen gegen Nicosia zu Hause. Dann in Granada das 0-0 war in Ordnung, dann haben wir gegen Eindhoven 4-1 gewonnen zu Hause. Dann hatten wir vor dem Rückspiel in Eindhoven eine super Ausgangsposition, und ich denke, das war dann ein bisschen ja, so richtungsweisendes Spiel dann in Eindhoven. Wir haben 2-0 geführt, wir haben dieses Spiel dann noch 3-2 verloren, was uns eigentlich nicht passieren darf. Und ja, dann zum Schluss hat man trotzdem noch die Chance, mit einem Sieg gegen Nicosia ein Endspiel gegen Granada zu haben. Auch das haben wir nicht geschafft. Und ja, ich denke, wenn man gegen Nicosia in 2 Spielen dann nur 1 Punkt holt, dann ist das ja enttäuschend gewesen. Und wir waren dann alle enttäuscht, weil wir waren einfach nicht mit dem zufrieden, wie wir ausgeschieden sind. Und das hätte uns so nicht passieren dürfen. Und über das war man natürlich enttäuscht. Ja, also war jetzt keine gute Gruppenphase von uns, finde ich. Also weil wir einfach diese Spiele dann zu leicht hergeschenkt haben. Ja. Λέει ότι ξεκίνησε ο Όμιλος με τον αγώνα με την Ομόνια, στον οποίο ο ΠΑΟΚ ελεύθερη μετάφραση πέταξε 2 βαθμούς στο γήπεδό του. Μετά ήρθε η σοπαλία στη Γρανάδα που ήταν okay. Με την Eindhoven η νίκη στην Τούμπα. Από ό,τι κατάλαβα, θεωρεί σημαντικό την ήττα στην Ολλανδία. Είπε ότι εκεί προηγηθήκαμε με 2-0, χάσαμε 3-2. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Αυτή δηλαδή η ανατροπή η άσχημη στην Ολλανδία. Είπε παρόλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να πάμε και κερδίσουμε στην Κύπρο και να κάνουμε τελικό τον αγώνα με τη Γρανάδα εδώ. Ούτε αυτό το καταφέραμε. Είπε ότι όταν με αντίπαλο την Ομόνια παίρνεις μόνο 1 βαθμό, αυτό είναι πολύ έτσι άσχημο. Είπε γενικά δεν ήταν καλή παρουσία στον Όμιλο. Πολύ εύκολα χαρίσαμε παιχνίδια. Είπε, παραδέχεται για αυτούς όταν ήταν κακή, έτσι, κακή η παρουσία του ΠΑΟΚ στο Europa League. Από τότε κύλησε αρκετός καιρός. Η ομάδα είχε τα πάνω της, τα κάτω της, κυρίως τα κάτω της. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν ο Τόμας Μουρκ θεωρεί ότι υπάρχουν οι αγωνιστικές δυνατότητες και τα ψυχικά αποθέματα για να υλοποιήσει ο ΠΑΟΚ τους 2 τελευταίους στόχους του. Να τελειώσει τουλάχιστον στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος στη Super League και να κατακτήσει το κύπελο. Ναι. Τόμας, ΠΑΟΚ ΒΑΡ, η μλάωφαντη σεζόν, nicht ganz stabil. Es gab viele up and down. Jetzt ist die Schlussphase der Saison. Playoffs und Pokal. Was denkst du? Kann Paul die letzten 2 Ziele erreichen? Das heißt, 2. Platz in den Playoffs und den Pokalsieg. Ist Paul in der Lage, ja, ob das erreicht? Ja, also das denke ich schon. Du hast recht. In der Saison gab es einfach zu viele Ups und Downs. Also wir waren nicht konstant genug in dieser Saison. Also wir haben viele Punkte dann leichtfertig hergeschenkt. Aber ich denke, die Saison ist nicht vorbei. Also wir haben jetzt das Halbfinale im Cup. Ich denke, wir können AEK besiegen und ins Finale einziehen und dann auch den Pokal gewinnen. Und auch in der Liga, der 2. Platz, wir sind nur, ich glaube, jetzt da 1 Punkt hinter Platz 2, also ist es natürlich möglich. Und das ist auch unser großes Ziel, dass wir jetzt noch Zweiter werden und den Pokalsieg holen. Und für das müssen wir hart arbeiten, um diese Ziele jetzt dann auch noch zu erreichen. Und einfach im Playoff konstanter spielen wie im Grunddurchgang, weil ich denke,
Wir haben viele, viele gute Leistungen gebracht, aber dann auch wieder Spiele, wo wir nicht so gut gespielt haben und auch viel zu einfache Tore kassiert haben, wo wir als Team nicht gut verteidigt haben und das müssen wir abstellen. Das haben wir jetzt gegen AEK sehr gut gemacht, wir haben gut verteidigt und vorne haben wir immer die Qualität, dass wir Tore machen und so müssen wir jedes Spiel spielen und dann bin ich positiv, dass wir unsere Ziele erreichen können. Ja. Λέει ότι πράγματι μέσα στην σεζόν η ομάδα δεν είχε σταθερότητα. Είπε ότι χαρίσαμε σε πολλά παιχνίδια εύκολα βαθμούς. Η σεζόν δεν έχει τελειώσει βέβαια. Υπάρχει ημιτελικός με την ΑΕΚ, μπορούμε να την αποκλείσουμε λέει και φυσικά να πάμε να πάρουμε και το κύπελο. Για τη δεύτερη θέση λέει είμαστε ένα πόντο πίσω αυτή την ώρα. Νομίζει και ο Μούρκο ότι είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να τερματίσει δεύτερος. Επειδή εμείς βεβαίως είπαμε ότι αυτοί είναι οι στόχοι δύο αυτή την εποχή, έτσι. Σε ό,τι αφορά τα play-off το προχωράει λίγο και λέει ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο σταθεροί στην απόδοσή μας. Και μέσα στη σεζόν υπήρχαν αγώνες που παίζαμε πολύ καλά, αλλά μετά υπήρχαν παιχνίδια τα οποία δεν ήμασταν καλοί, δεχόμασταν είπε εύκολα γκολ. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Με την ΑΕΚ το αλλάξαμε, το πρωτάθλημα. Ήμασταν καλοί αμυντικά. Και μπροστά πάντα έχουμε την ποιότητα να πετύχουμε τον γκολ. Αυτό είναι σημαντικό που είπε, έχω την εντύπωση. Κατέληξε και είπε ότι είναι θετικός, ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ στο τέλος να κλείσει καλά τη σεζόν και να υλοποιήσει αυτούς τους δύο στόχους έτσι που έχουν απομείνει. Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Αν κάνει δεύτερη σκέψη σχετικά με την απόφασή του το περασμένο καλοκαίρι να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και λίγο να μας σχολιάσει το γεγονός ότι με τον ΣΒΑΠ, με τον οποίο φαντάζομαι βρίσκονται πολλές ώρες και εκτός γηπέδου, φτάσανε λίγο έτσι, μακριά από το να βρεθούν και στην Εθνική Αυστρίας. Τελικά δεν μπόρεσαν να βρεθούν στην τελική 25η. Ένα σχόλιο και γι' αυτό. Thomas Dukams, Φουάνιγκεν Μόνατεν, Ζαλονίκη, 8 Μπαγκλάμπι, Βάντας. Μπίστου, Χόιτσουτάγκε, zufrieden mit dieser Entscheidung oder denkst du was anderes? Ja, also nein, ich bereue diese Entscheidung gar nicht und es ist für mich auch die erste Station im Ausland. Ich habe davor, ich glaube knapp 9 Jahre oder 8, 9 Jahre in Österreich gespielt, in der ersten Liga und es war dann einfach Zeit für was Neues und ich bereue gar nichts und ich habe jetzt ja, jeder, der mich kennt, weiß auch, es ist jetzt natürlich nicht schön für mich, dass ich jetzt gerade nicht spiele und nur auf der Ersatzbank sitze. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht aufgebe. Ich werde weiter hart arbeiten, im Training weiter alles geben. Und auch im Spiel, wenn ich dann reinkomme, will ich zeigen, dass ich hier spielen kann. Und ich habe trotzdem den Wechsel nie bereut, weil ich lerne einfach eine neue Kultur kennen, auch einen neuen Fußball. Fußball wird hier doch etwas anders gespielt, wie es in Österreich ist. Und in Österreich habe ich alles gekannt, hier ist alles neu für mich. Und wie gesagt, natürlich bin ich jetzt im Moment sportlich gesehen nicht zufrieden, wenn ich nicht spiele. Ich glaube, das ist klar. Das ist kein Fußball auf der Welt, wenn er nicht spielt, zufrieden. Aber man darf da den Kopf jetzt nicht hängen lassen. Man muss weiter Gas geben. Und dann, wie gesagt, wenn ich reinkomme und wenn ich dann wieder meine Chancen bekomme, dann will ich sie einfach nutzen und zeigen, was ich kann. Ja. Στο πρώτο σχέδιο της ερώτησης του Στέριου, λέει ότι δεν έχω μετανιώσει για την αποφασή μου. Είπε ότι μετά από 8-9 χρόνια στο αυστριακό ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα της Αυστρίας, ήταν ώρα για κάτι καινούργιο για μένα. Το είπε 2-3 φορές ότι δεν μετανιώνω ποτέ για την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα. Είπε ότι όποιος με ξέρει καταλαβαίνει ότι δεν είναι ωραίο όταν δεν παίζεις και είσαι στον πάγκο, αλλά δεν τα παρατάω, δεν παραδίνομαι, είπε. Δουλεύω σκληρά, τα δίνω όλα στις προπονήσεις και στο παιχνίδι. Όταν θα μπω να παίξω και ως αλλαγή θέλω να δείξω ότι μπορώ να κάνω αυτά που πρέπει και περιμένουν όλοι από μένα και μπορώ να κάνω. Ποτέ δεν μετάνιωσα. Βρήκα μια νέα κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό από την Αυστρία.
αθλητικά σίγουρα δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Κανείς που αφεντέζει δεν χαίρεται. Αλλά δεν βάζω το κεφάλι κάτω. Θέλω να πατήσω το πόδι στον γκάζι και σε κάθε ευκαιρία που έχω να δείχνω ποιος είναι και τι μπορώ να κάνω. Διτσφάιτε Φράγκε, Τόμας Βάριμπα, Στέφαν Σβάμπ. Χάπτε τσουζάμεν by Rapid Vien Gespielt. Jetzt by Pauk. Diese zusammenarbeiten mit einem anderen Österreicher in Saloniki und die andere Frage war, ob ihr beiden irgendwann auch zusammen in der österreichischen Nationalmannschaft spielen möchtet. Ja, also es ist natürlich schön, dass wir zusammen hier sind. Also wir sind ja, wie ich zu Rapid gekommen bin, war ja schon ein Jahr dort und wir sind dann ziemlich schnell von Kollegen zu Freunden geworden. Also er war dann wirklich ein guter Freund von mir, auch in Wien. Er ist dann hierher gekommen, wir haben auch da dann eigentlich ständig alle zwei, drei Tage telefoniert und gesprochen, wie es ihm hier gefällt, wie es ihm geht und so weiter. Also es ist natürlich schön, dass er hier ist und mich freut es auch für ihn, dass es gut läuft, dass er hier auch ziemlich schnell dann auch seinen... Ja, dass er im Spiel zeigt, was er kann, dass er jetzt auch wirklich viele, viele Assists schon hat und auch gut, schöne, gute Tore geschossen hat. Und bezüglich der zweiten Frage, ob wir mal zusammen im Nationalteam in Österreich spielen, ist schwierig zu sagen. Also ich denke, bei mir jetzt, ich habe jetzt in letzter Zeit dann auch weniger gespielt bei Pauk, diese Entscheidung, kann ich dann vielleicht verstehen, dass ich jetzt nicht dabei war, aber beim Stefan muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich es jetzt nicht, weil er wirklich richtig, richtig gut performt die letzten Monate, seitdem er hier ist, eigentlich ständig spielt, er ist fast immer in der Startformation, bringt fast immer gute Leistungen und meiner Meinung nach hätte er sich das jetzt auch verdient gehabt. Nichtsdestotrotz war er jetzt leider nicht dabei oder ist er jetzt leider nicht dabei. Man muss auch sagen, dass wir in Österreich einfach auch sehr, sehr gute Spieler haben, die ganz viele Spieler spielen in Deutschland. Und ich hätte dem Stefan gewünscht, dass er jetzt dabei gewesen wäre, dass er auch im Nationalteam zeigen kann, was er kann, weil er sich jetzt gerade in dem Moment einfach verdient gehabt hat. Aber es ist so, er muss das akzeptieren und vielleicht schaffen wir es, dass wir irgendwann dann auch zusammen im Nationalteam spielen können. Es ist natürlich ein Ziel von uns beiden, dass man noch vielleicht das ein oder andere am Länderspiel haben werden. Να τον ευχαριστήσουμε, okay. Γιώργο, πριν μεταφράσει, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος, να μην τον κρατάμε άλλο. Vielen Dank für dieses Interview. Wir wünschen alles Gute. Sehr gerne. Καλή δύναμη στα play-offs, στο κύπελο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Thank you, Thomas. Bye. Την τελευταία ερώτηση, λοιπόν, θα πούμε λίγο λίγο, γιατί βλέπω ότι πέρασε και η ώρα. Είπε ότι εγώ ήμουν ήδη στη Ραπίντ όταν είχε έρθει ο Σβάμπ, ήμουν ήδη ένα χρόνο εκεί. Ήμασταν φίλοι, είπε, στη Ραπίντ. Όταν ήρθε εδώ, μιλούσαμε τηλεφωνικά κάθε δύο μέρες. Μου έλεγε πώς είναι, πώς περνάει, τι βρήκε. Ήταν χαρούμενος με αυτά που είδε εδώ. Είναι ωραίο, είπε, που είμαστε και εδώ. Είμαστε και οι δύο εδώ. Ο Σβάμπ είπε ότι έδειξε γρήγορα αυτά που μπορεί να κάνει. Πέτυχε ωραία γκολ. Έδωσε πολλές assist. Σε ό,τι αφορά την εθνική. Για μένα ήταν δύσκολο να κληθώ, είπε τώρα, γιατί αυτή την εποχή παίζω λίγο στον ΠΑΟΚ, δεν είμαι στην Εθνική, αλλά για τον Στέφαν, τον Σβάμπ, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είμαι στην Εθνική. Είναι εδώ, παίζει συνέχεια, έχει καλή απόδοση, έπρεπε να έχει κληθεί στην Εθνική της Αυστρίας, έστω κι αν πολλοί Αυστριακοί παίζουν στη Γερμανία και αυτοί ενδεχομένως να έχουν έτσι πιο εύκολη την πρόσβαση της κλήσης. Να είναι πιο εύκολο για αυτούς. Προτεραιότητα, προτεραιότητα, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Επειδή παίζω και στην Bundesliga, βεβαίως, εντάξει, είναι διαφορετικά. Και για την κουβέντα που κάναμε. Θα θέλαμε κάποτε να παίζαμε και μαζί στην Εθνική. Κάναμε ωραία κουβέντα και από το μισάωρο, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Και φυσικά για τη βοήθειά σου στη συνέντευξη του Τόμας, γιατί πάντα είναι σημαντικό για να προσβέσει να μιλάει στη μητρική του. Δεν ξέρω αν μπορούμε να σε υπολογίζουμε για το Σίτζι Κανκάβα, αν ξέρει Ιαπωνικά κάποια στιγμή. Εντάξει, θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έχουμε ένα έλλειμμα στα Ιαπωνικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.